Ja, mittlerweile gibt es auch die offizielle Bestätigung vom BVB. Auf der BVB-Homepage heißt es dort, Borussia Dortmund und Thomas Tuchel gehen getrennte Wege. Wundern Sie sich nicht, wenn die Seite, jetzt funktioniert es ganz gut, aber manchmal löst sie sich so ein bisschen auf. Natürlich gehen da jetzt einige drauf. Also der achtmalige deutsche Meister Borussia Dortmund und Trainer Thomas Tuchel heißt es da, gehen ab sofort getrennte Wege. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Thomas Tuchel und dessen Berater, das am heutigen Dienstag stattgefunden hat. Ja, ganz interessant dann, Borussia Dortmund als Arbeitgeber, so sagen Sie dann, wird sich nicht im Detail äußern, was die Hintergründe zu dieser Trennung angeht. Allerdings sagen Sie, dass der BVB großen Wert auf die Feststellung legt, dass es sich bei der Ursache der Trennung keinesfalls um eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen handelt. Ganz interessant, dieses Statement also vom BVB. Wollen wir darüber reden mit unserem Reporter Stefan Schäuble vor Ort in Dortmund. Ja, Stefan, wie beurteilst du diesen letzten Absatz, wo Sie sagen, es geht hier nicht um eine Meinungsverschiedenheit von zwei Personen? Ja, das hat sich in den letzten Monaten eigentlich schon abgezeichnet. Also nicht erst die Ereignisse von Monaco. Auch davor hatten wir schon Informationen, dass man mehr als Überlegungen hat, auch im Winter schon, dass man sich jetzt im Sommer von Thomas Tuchel trennen will, dass er eben nicht seinen Vertrag bis 2018 erfüllt. Aber die in den Ereignissen von Monaco, als man da ja dann auch schon wieder Meinungsverschiedenheiten hatte, eben über den Zeitpunkt des Ersatztermins für das Spiel, da hat man dann auch schon deutlich gemerkt, dass die Gräben eigentlich so tief sind, dass es nicht mehr wirklich lange weitergehen kann und dass der BVB sich dann im Sommer dann auch trennt von Thomas Tuchel, was heute sich dadurch ja auch bestätigt hat. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wer könnte Nachfolger von Thomas Tuchel werden? Ja, zwei Namen, die immer mal wieder hier auch durch Dortmund geistern, sind natürlich nach wie vor Lucien Favre, aber auch ein Name, den wir auch im Dunstkreis unserer Quellen gehört haben, ist Paulo Sousa, der selbst ja hier mal die Fußballschuhe geschnürt hat für Borussia Dortmund vor vielen, vielen Jahren. Ist jetzt keine klassische BVB-Legende, so wie Michael Zorc selbst oder wie Norbert Dickel, der das halbe Leben lang hier für Schwarz-Gelb gespielt hat. Aber das scheint auch einer zu sein, den man auf der Liste hat und möglicherweise relativ weit oben auf der Liste steht. Also vielleicht Sousa auf 1 und Favre auf 2 ist so mein Eindruck. Was glaubst du, wie schnell es jetzt gehen kann, dass Dortmund auch nach der Trennung von Thomas Tuchel einen Nachfolger schon präsentieren kann? Ich glaube, das wird sehr, sehr schnell gehen, denn es ist ja jetzt keine überraschende Entwicklung, auch wenn man sich die Länge dieses Gesprächs von heute betrachtet, dann war eigentlich im Vorfeld ja schon klar von Vereinsseite, dass man diesen Schritt auch gehen möchte. Denn eine ausführliche Saisonanalyse hätte ja bedeutet, dass man sich vielleicht einen ganzen Tag, 5, 6, 7 Stunden zusammensetzt und wirklich alles ins Detail auch bespricht. Das war nicht der Fall. Das war eine sehr, sehr kurze Besprechung, die man da vorher im Mannschaftshotel von Borussia Dortmund hatte. Und allein die Länge dieses Gesprächs zeigt schon, dass man da natürlich sich schon längst darauf vorbereitet hatte, eben diesen Schritt unternehmen zu wollen. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass der BVB nicht erst jetzt anfängt, einen Trainer zu suchen, sondern dass man da schon ziemlich genaue Vorstellungen hat, wer Thomas Tuchel denn beerben könnte. Und deshalb glaube ich, dass es auch sehr schnell geht mit der Vorstellung des Nachfolgers von Thomas Tuchel. Dankeschön, Stefan Schäuble nach Dortmund.